Alexandra, was waren die Herausforderungen bei der Übernahme dieser Funktion für den Verband? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kam ja komplett neu in diesen Vorstand rein und das Thema Tagung und Eventmanagement kannte ich von meiner Vita her schon, aber dann tatsächlich sich in diesen Rhythmus der KIT einzugrooven, also wo machen wir das jetzt, mit wem funktioniert das, wer ist für die Agenda verantwortlich, wie rede ich mit den Fördermitgliedern, wie werden die Mitglieder informiert, also das hat tatsächlich einiges an Abstimmung bedarf, bis ich mal so in diese Wogen quasi so eingekommen bin, aber dann hat es tatsächlich sehr gut funktioniert und ich glaube, die Kollegen begrüßen auch, dass da was Neues quasi, also dass ich auch neue Ideen mit reinbringe und ja, freue mich auf das Thema und bin gespannt, wie es weitergeht. Also wie war konkret das Feedback zu den Themen, zu der Organisation und all diesen Aspekten der Frühjahrstagung? Genau. Ja, Feedback war insofern, dass die Kollegen gesagt haben, man merkt schon, es ist anders da als beim Günter Gartner. Der hat es viele Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. Und dadurch, dass er jetzt ein Wechsel kam, ist es doch eine andere Organisation, also eine andere Ansprache, eine andere Art, wie man das entsprechend macht, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist im Vergleich zu Günter, aber eben tatsächlich anders da. Und ich glaube natürlich auch durch die Weiblichkeit ist es natürlich auch ein Stück anders da noch geworden. Gibt es denn schon einen Ausblick auf die nächste Veranstaltung in Zeiten wahrscheinlich immer noch von Corona und Co.? Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also wir haben jetzt mehrere Locations angefragt und alle sind so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber zurückhaltend, was eine Zusage, weil wir wollen ja eine Präsenztagung wieder machen und wir wollen die in Präsenz, also wir haben einen großen Teil vor Ort und wollen aber auch Teilnehmer, die vielleicht nicht reisen können oder dürfen, einen Online-Stream dazu anbieten, dass wir zumindest die Vorträge angucken können. Wir haben tatsächlich aktuell noch keine Location, die uns zugesagt hat jetzt für den September. Was wir aber schon wissen, ist, dass das Thema IT-Notfall sein wird.